geschoben, den Bahnwickler. Ja, finde es tatsächlich wieder nicht mehr so gut. Mach halt wieder hell, überspringt's die Nacht. Gut, aber es ist dann wieder Gärungszeit verloren. Was soll man? Jetzt soll ich einen halben Tag überspringen. Wir müssen ja sowieso dann überspringen. Nee, aber dann sind schon alle foliert. Dann gären sie ja schon. Was soll man? So, sollten aber jetzt alles an. Sehr brav. Für das brauchen wir schon fast eine zweite Foliemaschine. Ich weiß, ist Verschwendung, aber. Ja, eben, weil, wie gesagt, normal wäre ja der Ablauf dann, dass einer gleich hinterher foliert. Ja. Jetzt in der Menge. Aber das sind noch so viele Bälle. Ui, hoppe. Ich glaube, das ist zwar noch ein Gold. Entschuldige.
Oh, 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 oh. Was machst du da? Ich habe nämlich die Maschine genommen, statt den Ballen. Drum hat sich das jetzt verschoben. Hey Chefe, Chefe, ha? Ich gehe mal mit meinem Wochenlohn. Ich schubse mal alle rüber. Jo. Sehr schön. Kann sein, dass wir vielleicht ein oder zwei vergessen haben, aber es wird wurscht sein. Das wird dann wurscht sein. Hoffentlich wird es wurscht sein. Okay, die Maschine zeigt es nicht an, wie viel sie gemacht hat. Na gut, die wickelt ja nur. Ja, ich habe gedacht, dass sie anzeigt, wie viele Ballen gewickelt werden. So. Ich würde mal sagen, das ist gelungen wieder mal. Ja. Was nicht halt Gras wachsen. Ich nehme da mal Brot. Was ist das? Ich nehme da mal ein Brot aus dem Container. Mhm.
Privat sind die? Was die Ballen? Hat, ich gehe wieder zurück. Spawnen und Traktor reinspawnen. 36%. Ah, 49, 48. Ja, 36 die letzten. Ich. Jetzt haben wir schon über 50%. Bitte? Jetzt hab ich. Inwiefern? Hier der Preis runter sinkt. Ja. Na, es gibt Schnee auf der Karte, also es gibt keinen Schnee. Yeah. Ich schätze mal. Juli ist das Gras gewachsen. Und da wird es einen neuen Preis geben. Das heißt, das werden wir liegen lassen müssen. Die Ballen? Die Ballen sagen über 80%, 82, 81. Der ist sogar schon. Sind schon welche? Ja, aber bist du ganz hinten welche? Gut, aber jetzt war der Preis noch gut. Bist du wirklich jetzt anfangen auszusortieren? Okay, wir können so. Wisst ihr, das sind vielleicht ein paar Ballen. Ja, die wahrscheinlich die ich als erster gemacht. Ja. Der Silage Hofladen, Verkaufspreis ist 427. Oder wir brauchen den Ankaufspreis. Das sind über 300, die Bälle sind. Ja, eh noch, aber was ist? Es geht in den Juli rein. Steigt aber. Steht noch, dass er steigt. Okay. Verkaufen wir? Sind alle fertig? Ja. Ja, dann verkaufen. Ah, ist sogar schon Ausgang. Gras gewachsen. Das ist schon. Könnte man. Ball in die Fresse kriegen. Ich schieb's von hinten an. Da liegen noch zwei Grasballen. Okay, dann ist das kein Glitch gewesen. Na Lavand, da wusste es sogar. Drei sogar. Lavand. Aber nein, da steht sie lang. Dann war das da steht jetzt nur. Mann, vielleicht sind die. Aber durch was?
zwei. Wurscht, hast eine. Dann muss ich dann eh aufhören nachher. Du? Stirbert 2000. Da müssen aber gleich zwei Ballen gleichzeitig jetzt reingehaut worden sein. Warte mal, Schaufel zum einen schieben. Ja. So mit Schild. Jetzt haben wir's gleich. Also ich glaube, da geht sich der Traktor locker aus jetzt. 45.000 kostet der Traktor. Ach so. Achso, wir schauen uns jetzt einen anderen an. Wenn wir jetzt mehr Geld hätten. Oder? Dann... Was das? Bitte, du Deppert, Alter. Auf jeden Fall das Mähwerk kaufen. Standsammler. Aber jetzt ist die Frage, theoretisch, wenn wir uns einen Traktor kaufen, könnten wir das um 25.000 das hintere auch kaufen. Stimmt. Welche um 45.000 ist das? Ist das der, dieser Oldtimer auch, oder was? Der Deutz. Der Deutz. Der kann vorne und hinten ziehen? Ja, der vorne eine Hydraulik. Und das... 67.000 jetzt. Stark. Ich weiß, dass 60.000 noch anderes zur Auswahl geben würde. Da wird sie hier nicht raus. Na. Siebzigtausend ist gerade ums Arschlecken nicht. Ich meine, wenn du auf 70.000, wenn du auf den sparen willst. Was Buch gibt es um 70.000 Steirer? Da 40, 95. Bei den mittelgroßen? Ja, bei den kleinen. So. Ja, mittelgroß kann man es gar nicht lassen, oder? Das sind ja alle über 100, oder? John Deere um 92, nein, den können wir uns auch nicht leisten. Nein. Aber da wird nicht mehr viel hinfehlen. Ja gut, aber willst du jetzt extra nochmal den ganzen Durchgang so machen? Naja, ist auch zart, hast recht. Und das ist wieder das, wir könnten uns eigentlich schon anlasten. Ja. Na dann gönnt ihr. Wir hätten jetzt die Wahl eben, was jetzt auch noch gehen wird, wäre der International.
Weil jetzt nichts. Über drüber Dings. Aber 145 PS, 52.000. Das ist 47.000 mit 143 PS. Bedeutet jetzt. Dann 2 PS mehr, war halt ein bisschen teurer, aber. Wir haben 2 PS mehr. Wir haben 2 PS mehr, 143. Oder den Ford. Ich weiß halt nicht, ob der. Oh ja, der hat vorne auch. Der Ford 7810 Force 3. Also, den müssen wir noch aufpimpen. Aber da hat er vorne nichts. Kann man dran machen lassen. Und er hat von nichts. Auf kein Bild hat er so ausgeschaut. Sorry. Na gut, dann nehmen wir den international, oder? Der Chase hat eine Front-Hydraulik mit 145 PS, auch um 42.000. Also warte mal, da muss man einen Motor auch, oder? Kann man einen Motor? 51.000? Warte mal. Fronthydraulik brauchen wir da, oder? Mhm. 52.240? Der Chase... Ja, den bin ich, das ist der, was ich gesagt habe. Der International. Ja. Erste Generation. Ist das International? Ja, am Traktor steht international. 1455 ist genau, international. Ja, genau. Na passt, dann nehmen wir den. Aber der um, was ist mit dem daneben um 25.000? Der doch Fronthydraulik. Fünfunddreißigtausend. Und der Kabine 460. Na, null. Das ist ja ein gemoddeter, kein richtiger. Und alles gemoddete. Okay. Welchen hast du jetzt gekauft? Ich habe noch gar keinen gekauft. Achso, das war noch von meinem Dings. Ist schon alles gewachsen, weil du jetzt noch weiterlaufen lässt die Zeit. Echt? Mein Gott. Hast du nicht gesagt? Ja, es ist gewachsen. Ich habe jetzt nur nicht auf die Zeit geachtet. Ich muss jetzt wirklich aufhören, aber gönn dir, was du glaubst. Mir ist alles recht. Anna hat halt mehr Eingewicht, das heißt, er könnte besser ziehen. Mhm. Ich meine, das kannst du noch in Ruhe anschauen auch. Sag ich mal. Wir hätten... Bunny. Schwere Wahl. Na gut, Leute, ich beende mal. Macht's das gut, bis dann. Ciao und Baba. Wie gesagt, sorry, ich muss wirklich. Aber wie gesagt, schau dir das in Ruhe an und gönn dir. Na gut, gute Nacht, bis morgen. Ciao. Oh.
So, dann nehmen wir den. Gut. Dann. Das ist nicht wahr. Gut, diese Entscheidung werden wir jetzt nicht heute treffen. Nein, die werden wir jetzt nicht heute treffen. Ich werde das lange mal bereden. Wenn wir den kaufen, standardmäßig hätte er 76 PS. Also standardmäßig könnten wir ihn kaufen, dann hätten wir aber nur 11.000. Gut, muss ich bereden. Danke, das war's. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht.